Herzlich willkommen zurück zu The Dick. Und wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben. Wir hatten überlegt, ob wir zurückgehen oder in den Kartenraum zurück. Ich würde mal vorschlagen, wir schauen uns nochmal in der Höhle um, denn wir haben ja etwas gefunden auf der Planetariumsinsel. Oh. Ich glaube, da kommen wir gar nicht durch, oder? Ja. Robbins. Oh Gott, wir haben jetzt so viel hier. Ich habe sie im Museum gefunden. Können Sie sie lesen? Das sind andere Symbole als die in der Datenbank hier. Die sind wohl nicht dafür gedacht, dass Fremde sie lesen. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Haben Sie diesen Jungen gesehen? Was? Nichts. Was sind das für Dialoge? Danke. Dabei fällt mir ein, ich habe schon lange nicht mehr mit den Personen gesprochen, gefunkt. Also, das scheint ja auch nicht unbedingt, ja, das Gelbe vom Ei zu sein. Konsole können wir uns hier anschauen. Oder auch gar nicht gewünscht wahrscheinlich, dass man mit den Personen... Ich habe beschlossen, dass das hier eine Kontrollkonsole für ein Datenempfangssystem ist. Wenn ich die Konsole benutze, erscheinen unterschiedliche Inschriften. Manchmal auch unterschiedliche Sprachen. Wenn unserer dabei auftaucht, werde ich Ihnen Bescheid geben. Ja, wunderbar. Wir können tatsächlich mal den einen Brink mal rufen. Ach, das Display ist das. Wie kommen wir denn hier raus? Nur über die Bahn? Na komm, dann gehen wir nach draußen. Gehen wir halt, machen wir den offiziellen Weg. So. Durch die Licht- oder über die Lichtbrücke gehen wir zur Museumsinsel. Ach Quatsch, da waren wir ja schon. Hä? Ich laufe jetzt irgendwie... Nein. Entschuldigung, jetzt haben wir 2 Minuten hier verplempert. Aber vielleicht spiegelt das ja auch aktuell meine Ratlosigkeit ein bisschen... Wieder? Ah, da ist die Bahn. Da wollten wir hin. So. Ach, kein schönes Wetter da hinten. So, Rufknopf. Ich hoffe, das funktioniert. Wir wollten nicht mal zurückgehen in den Nexus. Da kommt sie. Sehr schön. Nochmal in die Höhle, weil wir haben ja etwas gefunden, was wir eventuell einsetzen können. Also ich muss sagen, erstaunlicherweise, auch wenn ich das zum x-ten Mal sehe, langweilig wird das nicht. Ich finde die Artefakte halt nur so schade. Also diesem Spiel würde eine Remastered-Version wirklich gerecht sein. So. Aber ich würde es nicht nochmal spielen, glaube ich. So, genau. Da wollten wir noch rein. Da wollten wir rein. Oder? Nach unten. Mist. Gehen wir mal weiter. Das sieht auch sehr schön aus. Hatte ich schon mal gesagt, erinnert mich ein bisschen an Loom. Auch ein Adventure von LucasArts, was ein bisschen verkannt ist. Zu Unrecht. Hm, habe ich jetzt zugemacht? Dich Vollpfosten. So. Schleuse. So, da. Diese blauen Stäbe. Da haben wir doch einen gefunden. Ich dachte, da fehlt einer. Oh, nee. Ach, da sind 3 Löcher. So, der da. Jawohl. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Gleitender Kristall. Achso, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendeine Position eingeben, die diesen Kristall zum Leuchten bringt. Ah.
habe schon mal erwähnt, wie sehr gern ich Monkey Island mag und Sam und Max und Day of the Tentacle und Indiana Jones, weil da gab es so einen Quatsch in dem Sinne, gab es damals nicht, aber ist egal. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ach so. Was kann ich denn da machen? Hä? Damit sind alle Kristalle verbunden. Sind alle Kristalle verbunden. Hab ich das kaputt gemacht? Nein, ich habe was kaputt gemacht. Oh Gott. Schieben? Nee. Also das flackert hier ein bisschen, aber... Warum geht denn der aus, wenn ich ihn anklicke? Damit sind alle Kristalle verbunden. Frechheit. Habe ich da irgendwas kaputt gemacht? Hier kann man anscheinend diesen Kristall gerade aktivieren, den man haben möchte. Ich habe keine Ahnung. Was passiert, wenn ich rausgehe und dann wieder reingehe? Ah, nee, die sind aus. War, glaube ich, nicht so eine coole Idee. Aha. So. Ich weiß immer mal so ein bisschen, bis er flackert. Oder bis er sich bewegt? Nee. War das jetzt Glückssache, oder? Glückssache anscheinend, ne? Das Glück ist mit den Dummen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache, aber ist egal. Muss anscheinend irgendeine bestimmte Höhe erreichen. Es wird immer heller. Jetzt wird es wieder dunkler. Also behaupte ich es einfach mal. Na gut. Oh Gott, sag bloß, ich habe hier unnötig. Also. Nach oben. Da war wieder so. Da leuchtet es. Plupp. Mal gleich machen wir nochmal hier mit dem letzten Kristall. Das hätten wir wahrscheinlich schon viel früher einfacher haben können, aber naja, gut. Haben wir sonst nichts zu tun hier, ne? Ein bisschen Stäbespaß mit Perudo. Erinnere mich ein bisschen an The Big Bang Theory. Spaß mit Flaggen. Spaß mit drei Stäben. Und jetzt? Wollen mich ver... okay. Ja, natürlich. Ja, klar. Die eine Bahn funktioniert jetzt. Der, wo wir den Rufknopf gedrückt haben. Yeah. Jawoll. Na, guck mal. Da haben wir diese Folge doch was geschafft. Wobei ich mir immer noch nicht im Klaren bin, was ich in diesem Mondraum da hätte machen müssen. Aber ich glaube, da muss man einfach nur raus oder so. Flup, flup. Ach schön, das freue ich mich aber. Aber solche Rätsel trotzdem, ich finde, ja gut, das ging noch gerade so eben. Aber eigentlich sollten solche Rätsel nicht unbedingt im Spiel sein. Dann lieber so ein paar schöne Rätselketten mit irgendwelchen Symbolen. Ach guck mal, da können wir, wenn wir schon mal gerade da sind.
das Ding da reinstecken. Da. Ich kann diese beiden. Das wird nichts. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Eine der Metallplatten. Flache Vertiefungen. Flache Vertiefungen. Ich bin Terminator. So. Offene Tür. Ja, gehen wir mal rein. Ist das die... Jawohl, das ist, glaube ich... Also ich vermute mal, dass jetzt die Bahn funktioniert, weil es ist ja eine Bahn gekommen. Rufknopf. Jawohl, sehr gut, schön. Jetzt gehen wir mal rein und guck mal, wo wir hinkommen. Ich bin mal gespannt. So. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wo wir hinkommen. Ich dachte, es gibt nur irgendeinen Friedhof oder irgend sowas, aber ich... Vielleicht vertue ich mich da auch. Oh, schön. Sehr schön. Wunderbar. Gefällt mir richtig gut. So, wo sind wir hier? Rufknopf. Insel. Ja. Ach so, okay. Entschuldigung. Ich dachte, das hätte ich jetzt nicht als Durchgang erwartet. Oh. Gruselig. Plateau. Bahn. Wahrscheinlich finden wir jetzt wieder so ein seltsames Gerät, wo wir die, ich glaube, die letzte Lichtbrücke oder die vorletzte Lichtbrücke aktivieren können. Ach, spannend. So, mein lieber Boston Low. Geh mal ein bisschen schneller. Schön die Spiegelung unten. Die Grafik ist also wirklich, also nichts auszusetzen. Ah, ja, 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 ja. Das hatten wir doch. Ah, okay, das haben wir gesehen, als wir im Mondenkartenraum waren. Im, ja, schön. Der größere Mond wird vom kleineren umkreist. Genau. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Wahrscheinlich müssen wir das einstellen. Pfad. Baum. Also was, so ungefähr im Baum, ne? Ja, ja, hier ist das seltsame Gerät. Ich wusste es. Gut, aktivieren wir das noch. Das vorletzte, okay. Noch eine kaputte Lichtbrücke. Tja. Besser als eine kaputte Lichtmaschine. Nur ein bisschen justieren. Ein bisschen justieren. Klar. Noch eine kaputte Lichtbrücke. Ja, ist ja gut. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Noch eine kaputte Lichtbrücke. Ja. Funktioniert immer noch nicht. Tja, dann? Da muss irgendetwas im Kontrollpult kaputt sein. Ja, ist klar. Vielleicht stimmt's ja auch sogar. Stimmt. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Ja, vielleicht hat er recht. Vielleicht hat er tatsächlich recht. Ja, dann noch eine kaputte Lichtbrücke. Funktioniert immer noch nicht. Mist. Da muss irgendetwas im Kontrollpult kaputt sein. Schauen wir uns mal an. Seltsames Gerät. Klappe. Klappe. Also das steckt in diesen Maschinen. Bitte. Warum tut ihr mir das an? Warum tut ihr mir das an? Gut. Danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge leider genau da wieder. Ich habe wieder Angst, dass das wieder so ein... Okay. Nicht hier rumjammern, nach vorne blicken und nächste Folge einschalten. Bis dahin, macht's gut, euer Perudor.